Und ein herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Beim letzten Mal haben wir uns in diesem Untergrundsystem von Midgar umgetrieben und sind dort auf die Turks getroffen, die uns ordentlich den Hintern versohlt haben, weil wir es schlecht getimed haben. Insgesamt. Oh nein, da sind sie. So, jetzt muss ich dieses ganze Gebrabbel nochmal ertragen. Bla bla. Reno, gehen wir ein bisschen schneller. Wir haben es eilig. So, ich glaube, wir hauen erst Reno kaputt und dann Root und dann Elena. Dum, dum. Los, hopp, hopp. Nicht überdramatisieren, sondern draufhauen. Mist. Erstmal schön verklickt. Alter. Warum kriegt Vincent immer auf die Fresse? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er gleich wieder kaputt. Ach, Mann. Hallo. Ach, Mann. Es geht wieder so scheiße los wie beim letzten Mal. Reno greift jetzt wieder. Was soll ich denn da machen? Ich kann ihn ja schlecht mit Tiefer alleine kaputt hauen. Ja, schön. Alter. Ich will die doch nur besiegen. Hallo, was ist denn da so schwer? Ich will die auch nicht überspringen. Ich will das ja schaffen, aber... Komm, bla bla bla. Das hat mir in dieser Generation von Spielen gefehlt, so was zum Text zu überspringen. Es ist so notwendig mitunter. Bla 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 bla. Palava palava, kennen wir schon. Wir müssen auf jeden Fall ganz fix eine Barriere hochziehen. So. Ist doch genau dasselbe wie beim letzten Mal? Nee. Diesmal kriegen wir erst die Barriere. Hat er gerade tiefer gehauen? Was ist denn da los? Alter, finde. So, Ende in einen Hintergrund. Wir machen jetzt Regeneration. Wenn sie geht, würde ich gerne direkt danach nochmal eine Heilung durchziehen. Auch wenn wir jetzt eine Z-Barriere gezogen haben, aber vielleicht geht das trotzdem noch einigermaßen. Der Haut klaut einfach zu Brei, das ist doch unfassbar.
Wenn wir so ein bisschen verlangsamen könnten, wäre das schon sehr hilfreich. Okay, zwei von denen haben wir. Rino nicht, aber das ist nicht so schlimm. Das ist alles noch im Rahmen. Jetzt haben wir da nochmal eine Heilung durch. Damit Cloud wieder auf den Damm kommt. Wenn das klappt, wäre super. Ansonsten versuche ich mal Rino zu berauben. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber... Wir versuchen es nochmal. Unsere Barrieren sind weg. What? Das könnte funktionieren. Limit eher weniger. Wir sind noch schnell. Sind die noch langsam? Keine Ahnung. Wir versuchen nochmal zu rauben. Wir haben so wenig auf Raub. Ja, schade. Ich glaube, die greifen schon verhältnismäßig weniger an. Schade. Was haben wir denn noch so? Können wir tot zaubern? Wäre auch ganz witzig. Interessiert ihn einfach null. Was machst du denn? So springt man auch nicht mit einer Dame um. Oh, scheiße, wollen wir jetzt unser... Nein, wir müssen unsere... Äther irgendwo da unten, ne? Maxray? Türklicht aktiviert. Wir versuchen nochmal zu rauben. Na komm, jetzt aber. Ziedrich! Juhu! Können jetzt vielleicht mal wieder? Und sie macht jetzt weiter bei ihr. Immer noch ohne Wirkung. Okay. Minerva reif. Ah ja. Aua. Wir sind noch schnell. Vielleicht nochmal eine Barriere. Ich kann es nicht erkennen. Ja, ist eine Idee. Aber tiefer kriegt immer null Schaden davon. Lass uns Schluss machen. Root guckt auf Uhr. Ganz spät. Ich, haust rein. Tschüss. Wir haben das Elixier auch zurückgekriegt, was wir verballert haben. Wir gehen einen halben Meter nach links. Direkt wieder Kampf. Och nö. Oh nö. Oh nö. Ach, okay, wieder gut los.
Gut, dass das überhaupt nicht nervt. Ich würde gerne meinen Zug durchführen. Hallo. Das ist einfach so grottendämlich, ey. Der kriegt immer aufs Maul. Na komm. Die Dinger sind nicht schwer, die sind einfach nur echt verdammt nervig. Vor allem, die halten ja auch nichts aus. So, darf ich wieder helfen hier? Halbe MP wieder verbraucht. Sehr schön. Sehr, sehr toll. So, wir konnten jetzt nicht weiter nach da, ne? Wir gehen mal erstmal gucken, ob wir noch weiter nach da können. Wir wurden ja aufgehalten. Steht irgendwer? Hallo? Ach, das ist Yuffie, ne? Na los, los, los! Hättest du uns die nicht wenigstens vom Leib halten können, Mensch? Hier steht da nur rum. Mein Gott. Jawohl! Aus nicht vorhandenem Maul. So, ich wollte jetzt mal gucken. Die Ziedrich. Ich glaube, das war eine Rüstung. Genau, das Minerva-Armband. Minerva-Reif. Nicht so der Hammer. Reduziert Hälfte Schaden bei Zaubersprüchen. Ist jetzt nicht schlecht, aber. Da möchte ich doch lieber Fassungen haben. Wo kommen wir hier hin? Gibt es hier Dinge? Noch. Sid, Mensch. Pass doch auf. Das alte Nervding. Ja, es ist so furchtbar. Vorhin hat sich Vincent ja selber einen Todesschuss gegeben. Das war natürlich auch eine geniemäßige Aktion. Wohin? Verdammte Scheißkanone! Ja. Wir gehen mal nach rechts. Rechts ist. Erstmal recht wenig. Dann gehen wir nach links. Links ist eine Leiter. Eine. Hallo. Leiter. Dum, dum, tja. Dum, dum, tja. Dum, tja. Dum, dum, tja. Das Hauptquartier und ein Speicherpunkt. Ich nehme den Speicher. Hallo. Nein, 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 zu Cicero geht's nicht hier lang. Ja, ich will nur mal speichern. Und trotzdem will ich dann gleich mal da rein, weil da gibt's noch Sachen, die ich holen kann. So. Können wir mal so ein Zelt benutzen? Wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Wir dürften irgendwo noch eins haben. Ein Zelt, ja. Das ganze Ding hier unter Quarantäne, oder was? Ja. Was?
Oh, ich glaube, wir machen gleich Overkill. So ein bisschen. Naja. Naja. Wow. Überragender Schaden. So, ich will mal nach oben. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt, jetzt wo wir mal wieder hier sind. Weiß gar nicht, wo soll man denn hin? Ja, wir werden schon irgendwo hinkommen. 36, 37, 38. 39. An der Spitze des Turms dürfte ja nicht mehr viel übrig sein. So, das war dazu. Hier ging es noch höher. I think so. '65, '66, '69. '66, '69 ist, glaube ich, kaputt. So, wir waren. Ja. Okay. Dann fahren wir halt in eine 60. Wir noch ein paar Items abgreifen. Sofern es noch welche gibt. Ich will nämlich halt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wo es die gibt. Hier schon mal nicht. Jetzt hier nur irgendwo hin. Suche nach Wegen, die wir früher nicht passieren konnten, aber scheint sie so jetzt nicht zu geben. Wir gehen mal höher. Ist auch alles leer offensichtlich. Keiner mehr zu Hause, verstehe ich nicht. Nachdem der Turm explodiert ist, warum hier nicht noch Leute arbeiten? Wäre doch vollkommen natürlich, der ganze Turm fliegt in der Luft. Dann arbeitet man noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein Sack. Serious Sack. Ein Sack will ich haben. Himmelsspeer. Nice. Noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Oh, guck mal, Gegners. Irgendwelche unterlevelten Wachbots. Gut, haben wir das schon mal. Hier ist sonst nichts mehr, wie mir scheint. Gehen wir weiter nach oben und dann fahren wir irgendwann wieder einfach an den ersten Stock und dann hat sich das. So, schauen wir hier mal. Eine Dusche glaube ich eher nicht hier irgendwo. Sieht auch nicht danach aus. Also gäbe es hier Epic Loot? Nee, ich befürchte nicht. Hier eventuell so ein geheimnisvoller Raum. Hier sind allerdings auch schon alle Boxen offen. Gar nicht gut. Gar nicht gut für Loot. Dann gehen wir noch weiter. Da haut noch einer sich den Kopf an, ein. Scheiße. Wieso haben wir keinen Zugang? Haben wir hier nicht mal Zugang? Oh. Na gut. Hier hatten wir auch mal Zugang. Ist das Ex-Labor? Och nö. I, Wurmlinge. Kraut und Rüben. Pam. Bam. Die Musik hier, ne? Drei Phönixfedern ist natürlich sehr, sehr nett. Sonst ist hier nichts.
Hier ist der Genova abgehauen. Hier ist auch nichts. Ich komme hier nirgendwo rein. Wo soll ich denn hier noch Sachen finden? Ich dachte, hier wären noch Dinge von unschätzbarem Wert. Da muss ich mir jetzt wieder von irgendwo eine Karte mopsen, aber ich weiß nicht von wem. Die Tür ist zu, da hinten haut sich den Kopf an. Na, wenigstens haben wir den Himmelsspeer, aber das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich guck mal in Spinden nach, ob es da irgendwas gibt. Was ist drin? Abgeschlossen. 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 Nichts drin. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Megafon. Cool. So, Himmelsperr, Megafon. Könnten wir speichern. Dann hätten wir die Sachen safe. Ein Ruheraum. Ruhen wir uns mal aus. Yay. Mal speichern. Da wurde wieder irgendeine Codezeile aus Versehen mit reingepackt. So, da schreiben wir das mal. Müssen auch nochmal Folgenende machen. Ich gucke nochmal gerade noch eine Etage tiefer, ob es da irgendwas gibt. Tiefer. Witzig. Ach, sind wir wieder hier. Okay, also ich denke mal, hier ist auch nichts Außergewöhnliches mehr. Hier könnten wir mal. Ups, hier könnten wir mal gucken gehen. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass hier irgendwas ist. Der Bürgermeister hier ist ja auch weg. Bücherregale gucke ich jetzt auch nicht durch. Ich will es ja nicht unnötig in Länge ziehen. Aber ich wollte zumindest noch mal reinschauen, ob es hier irgendwas gibt. Ich glaube, ansonsten ist hier auch eher tote Hose. Gut, dann gehen wir schon mal wieder nach unten. In den ersten Stock. Achso, hier kommen wir dann an. Alles klar. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Tschüss.